Und da sind wir auch schon wieder. Die kleine Aufnahmepause hat irgendwie ein bisschen länger gedauert, als ich das gedacht hatte. Ich wollte schnell eigentlich die erste Stunde, die ich da jetzt aufgenommen habe, schneiden und rendern und bla, gleich mal starten. So einfach war das nie. Erstmal hat mein Renderprogramm nicht gleich die beiden Spuren erkannt, also hat es eigentlich gar nicht. Ich musste, also die Audiospuren, ich musste das erstmal mit einem anderen Programm voneinander trennen und das war ätzend, nervig gerade alles. Okay, mein Lives. Ja, Schatz. Ich werde übrigens die Stimme, die mit uns hier spricht, immer weiter Schatz nennen wahrscheinlich einfach. Also weiblich klingt und uns sich um uns Sorgen macht. Ich muss auch den Laser aufladen, wie ich gerade sehe. Technologie aufgeladen. Okay. Und ich laufe ein bisschen hier rum und ich gehe mal zu so einem Fragezeichen. Weit weg. 10 Minuten. Das ist nicht ganz so weit weg. Ich gehe jetzt mal direkt zu so einem Fragezeichen, denn diese Höhle hier nebenan hat mich schon wieder abgelenkt. Aber nein, wir gehen direkt zum Fragezeichen. So ruhig weiter sprinten, wenn ich fliege. Quasi schnell fliegen. Aber nein, möchte der Herr nicht. Was sind das eigentlich für Markierungen da? Signal, Ankunft 7 Stunden, wenn ich hinlaufen würde. Ist aber auch im Weltall, glaube ich. Ja, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Das Abbauen dieses, Ne, ist einfach nur eine Bodentextur. Man kann also die Planeten jetzt nicht direkt meinen, aber ich glaube, man kann sie zerschießen. Also kann hier Switcherino machen. Dann mal hier. Okay, ne, ich kann den Planeten damit nicht zerschießen, was einfach zu lasch ist. Aber ich glaube, ja. Mit diesen Plasmagranaten kann ich sie zerschießen. Switcheroo. Nichts. Das. Einfach nur. Kann noch durchlaufen, okay. Sollten sie vielleicht noch beheben? Was ist das? Kohlenstoff ist das. Abklingen lassen. Ja, mit dem Zeug, mit dem Guten. Man muss sich zerstören, okay. Wenn ich solche Pflanzen dann nicht pflücken kann, weiß ich auch nicht. Kohlenstoff. Was bist du? Anzug-Upgrade, aha. Anzugplatz installieren, no? Gerne. Wie Anzugplatz, was war das? Den Slot habe ich jetzt dazu bekommen, kann das sein? Also kann jetzt im Inventar Platz mehr irgendwie, ja, cool. Okay. Coole Kiste. Was ist das? Frachterwurf. Ein Korvax irgendwas Würfel. Gesundheit ist auf Maximum, ja ist klar, das war so ein Heilteil, das ist ein Schildsplitter, was auch immer. Sehr interessant, und hier kann ich wieder speichern und hier sind irgendwelche Fraktionsfahnen anscheinend. Reisemeilenstein erreicht. Was denn für ein Meilenstein? Aha, ich habe 500 U zurückgelegt. 5000 meine ich.
nee, der sieht aus. Dafür sind Jetpacks halt mega praktisch. Man kann quasi überall runterspringen und sich abfangen. Das ist eine Säule Mineralien. Ansonsten ist dieser Planet, wo ich hier gerade bin, sehr karg. Außer in den Höhlen anscheinend. Okay, das müssen wir auch noch ändern, dass das Tool hier ständig überhitzt, aber das geht sicherlich irgendwie. Was ist denn, wenn ich damit drauf einballer? Oh, nicht, ne? Nee. Mann, wurde das langsam abgebaut. Aber besser als gar nicht. Wir brauchen das Zeug ja. Das ist wieder Bludonium. Gib her die Brühe. Yummy. Wieder 100. Eisen. Bestimmt jede Menge Eisen, wenn ich das ganz kaputt mache. What? No, 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 no. Ich hab nichts gemacht. Ich sehe nichts. Wo muss ich hin? Hat den Sentinel wohl nicht so ganz gefallen, dass ich... Nein, ich bin hier nicht mehr. Bin ich? Wo muss ich? Wo komme ich wieder raus? Habe ich 2 Sterne. Nein, lasst mich doch. Ich habe doch nur abgebaut. Nein, geht weg. Ich verstecke mich hier. Du siehst mich nicht. Vielleicht wirklich nie. Zerstöre die Drohnen, bevor sie weiter alarmieren. Oder verhindere, entdeckt zu werden, um zu fliehen. Mal sehen, ob ich das klappt hier, was ich mir denke. Okay, jetzt hat sie eine neue alarmiert, scheinbar. Ja, geht aber ganz schön runter hier. Ich weiß nicht warum, aber es geht ganz schön schnell runter. Was? Oh, Elite, was? Ich hab doch nichts verbrochen. Ich weiß nicht, wie ich es abhängen kann. Das ist das Problem. Sonst wäre ich schon längst weg. Jetzt bin ich versteckt. Okay, deaktiviert, alles klar. Puh, Glück gehabt. Es war aber nicht eine nicht so schöne Erfahrung. Es geht also doch recht schnell, dass man die auch ein bisschen, dass man sie, ne, anpisst und, wenn sie angepisst sind, ungeil. Scheinbar. Da oben. Ich glaube, da wollte ich hin. Das ist wieder Yolt. Genau. Eisenoxid, geben mir Eisenoxid, also Eisen, also was auch immer.
Gib Gas. Hoch da. War ich hier nie gerade schon? Da war ich hier. Wahrscheinlich, weil ich den Speicherpunkt nie angeklickert habe, wird mir das immer noch angezeigt als Special. Specialpunkt. Okay. Nicht nur, dass man die Planeten entdeckt, sondern man entdeckt auch auf dem Planeten dann noch separat so lustige Teile. Wegpunkte und Zeug. Wir sind jetzt dort, ne? Und wir waren dort gestartet und haben da eine Kreatur gescannt. Ah ja. So funktioniert das also mit Entdeckung. Und jetzt könnte ich... hochladen und nö, Units erhalten. Mhm. 14% abgeschlossen. Ich dachte, also es war immer in den Gameplay-Trailern so, dass man zu bestimmten Posten hingehen muss. Irgendwelchen Atlas-Posten und von dort aus dann Sachen hochladen konnte. Oder alles hochladen konnte. Und was man bis dahin nicht hochgeladen hat, dafür hat man auch keine Units bekommen gehabt. Wie kann ich das jetzt on the fly irgendwie machen? Ich finde das jetzt nicht schlimm, aber es ist ein bisschen komisch. Unerwartet. Nicht so wie es angekündigt war, sag ich mal. Vielleicht gibt es einfach zwei verschiedene Varianten auch. Da gehe ich noch hin und dann gehen wir mal zurück zum Schiff und suchen uns einen neuen Planeten oder so. Ah. Ist aber immer noch so beeindruckend alles. Wir haben gerade mal erst zwei Planeten gesehen. Ich könnte jetzt hier ewig rumlaufen. Ja, Schnauf. Alu. Alu nehme ich gerne mit. Alu ist wertvoll, wie wir festgestellt haben. Muss nur aufpassen. Wegen den Sentinels. Wir haben doch Zeug gefunden. Ich habe doch hier diesen komischen Schildsplitter, genau. Eine Speichereinheit für den Gefahrenschutz und die Schildenergie kann leicht aus gewöhnlichen Oxiden hergestellt werden und befindet sich häufig in gelben Kisten. Mhm. Und dann habe ich noch diesen lustigen Dolch. Ah, der ist ziemlich viel wert. Eine Zeremoniewaffe, die zentrales Element der Tradition und Kult von den Vykin ist. Ja, und noch diesen Korvax-Konvergenzwürfel. Auch Sammel-Item quasi. Lebenserhaltungssystemenergie niedrig. Naja, niedrig würde ich jetzt nicht nennen. Hi, du Drohnenteil. Ja, ich tu dir nichts, du tust mir nichts, das ist gut. Unten parkt unser Schiffchen. Hier sind überall Spalten und Ritzen im Boden, was ich ziemlich cool finde. Und dort ist irgendwas. Signal. 7 Stunden entfernt. Okay, das ist vielleicht ein bisschen weit weg. Dahin will ich. Man kann ja auch Tiere füttern und irgendwie ganz viele Sachen damit erreichen. Na, das werden wir alles noch erleben. Wie gesagt, jetzt erstmal als Let's Play. Und dann als so Tagebuch, wöchentliches. Ich will das nie durchgängig als Let's Play machen. Aber denn... ich muss gestehen, ich habe mir schon Spiele kaputt gemacht, dadurch, dass ich sie Let's Played habe. Einfach, weil man dann einen gewissen Zwang hat, das Spiel spielen zu müssen. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, an Watch Dogs, was ich auch Let's Played habe. Und das ging von dem Spiel los, wo ich auch sehr gehypt drauf war, was ich cool fand.
über zu einem Spiel, was ich gehasst habe, weil es scheiße buggy war und die Missionen langweilig waren und keine Ahnung. Das mag natürlich zum Teil zutreffen, dass es langweilig war und nervig und keine Ahnung. Und sein Potenzial nicht ausgeschöpft hat und so weiter. Aber... Okay. Kann das zerstören und würde dann Platin daraus bekommen. Ich will das aber nie zerstören eigentlich. So. Okay. Na gut, schade. ne? Es lag vielleicht ein bisschen an Watch Dogs, weil es wirklich nicht so richtig geil war. Aber es lag auch ein bisschen daran, dass ich ein bisschen gefrustet war, das zu spielen, muss ich ehrlich zugeben. Das soll mir mit No Man's Sky auf keinen Fall passieren, deswegen heute jetzt aufnehmen. Morgen dann aber aufnehmen und streamen. Also es ist eigentlich beides, heute ist nie morgen, es ist nur immer schlafen dazwischen, deswegen ist es für mich morgen. Am heutigen Tag um 14 Uhr sozusagen für mich oder irgendwie so streamen und aufnehmen. Und jetzt gerade mal kurz gehen. Nee, und dann lass mal wieder die Kiste hier aufladen. Könnte auch auf Dauer ein bisschen lästig werden. Ah, ich kann jetzt so einen Energiekanister hier verwenden. Naja, dann mache ich das doch mal, wenn ich ihn sowieso gerade dabei habe. Und dann, wie gesagt, mache ich vielleicht nochmal eine Aufnahme, aber dann soll es eigentlich in so eine Art Tagebuch übergehen, wo ich nehme quasi immer auf alles, was ich spiele. Aber spiel für mich Quatsch nie dabei oder so. Spiel einfach für mich ganz entspannt und schnippel dann so eine halbe Stunde oder Stunde an Videomaterial zusammen. Eine halbe Stunde. Vielleicht. Oder 15 Minuten oder wie ich halt Lust habe, ne? Und wie viel mir auch passiert ist. Ist dann sowas wie irgendwie coole Planeten oder irgendwelche Kämpfe oder irgendwas. Und da quatsche ich dann drüber oder so. So, wir sind in unseren Schipperino drin und haben hier auch einen Haufen Zeug. Zum Beispiel Yold. Würde ich gern mal hier alles stacken so ein bisschen. Ein bisschen was kann ich ja stacken. Das kann ich natürlich nicht stacken. Genau, das ist nämlich alles... Kann ich verkaufen gehen, würde ich sagen. Skidush. Okay, ja. Zwitscheriert, oh Gott. Ich wollte nicht so viele Worte mir neu ausdenken. Der wechselt natürlich zwischen den verschiedenen Boost-Arten. Sagen, die Steuerung hier in dem Boost ist gar nicht so einfach. Wir wollen aber zu der Raumstation dorthin. Ich kann jetzt die galaktische Karte aufrufen und in ein neues System springen. Wow, das war nie geplant. Kann ich den Impulsantrieb aufladen? Der ist voll aufgeladen. Plutonium reingeklatscht. Impulsantrieb konnte ich, glaube ich, mit dem Zeug aufladen, ne? Wuh.
Und es wird ja witzigerweise auch bald, es sind ja schon Patchnotes und Ideen für die nächsten Updates in naher Zukunft bekannt. Und da wird es wohl bald eins geben, wo man selber Raumstationen und Superfrachter bauen kann. Wo ich nicht gedacht hätte, dass das gleich so zeitig passieren wird. Und wieder auf der Station. Jetzt können wir den Corvax auch noch irgendwas geben. Können wir den Corvax auch noch ein Syndikat geben, damit er ein Freund von uns wird. Ich wollte nicht scannen, ich wollte laufen. Bisschen aus wie Tron hier, muss ich sagen. Hallo, mein Freund. Ist denn alles gut bei dir? Also, ich weiß nicht, ob es ein Corvax ist, ehrlich gesagt. Ach doch, aktuelles Corvax ansehen. Undeutlich. Habe ich nicht... Ich habe doch einen Haufen Heridium gefunden. Muss ich das bei mir tragen wahrscheinlich, wa? Sorry, ich bin gleich wieder da. Ach ne, ich kann es nie zu mir teleportieren. Oder so. Ja, kann ich. Das andere Zeug habe ich nie, was er unbedingt haben wollte. Deswegen gebe ich ihm das, was ich habe. Ei. Mhm. Chaka, chaka, packa, packa. Verstehe natürlich kein Wort. Gewöhnliches Silikat-Game. Ich habe leider kein ungewöhnliches. Das Licht der elektronischen Lebensform flackert enttäuscht vor sich hin. Schade. Du hast das Wort für selten gelernt, für Warnung gelernt. Aha. Hi. Ne, 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 ne. Die elektronische Lebensform unterbricht ihre Arbeit, blickt auf und konzentriert ihr Maskenlichter auf mein Helmvisier. Sie wartet auf meine Bitte, scheint aber dringend wieder zu ihren wichtigen Forschungen zurückkehren zu wollen. Okay, um Treibstoff bitten, um Heilung bitten, um Schildaufladung bitten. Mindestens Corvax Doktorarbeit, mindestens Corvax Testobjekt, mindestens Corvax Interessenfokus. Das ist wahrscheinlich Ansehen, schätze ich mal, was man bei den Corvax haben kann. Gehen wir nochmal am Markt und verkaufen noch ein bisschen Gramsch. Zum Beispiel diese Klinge. Und den Corvax Konvergenzwürfel. Schildbleche und Schildsplitter werden wir vielleicht irgendwann mal brauchen, aber können wir hier sowieso nie verticken. Einmal. Heridium. Kann ich gut verkaufen. Hier könnte ich gut verkaufen. Ja. Ich muss immer länger gedrückt halten. Das ist auch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen, ehrlich gesagt, aber gut. Und dann gucke ich mal, ob ich irgendwas special kurven kann, aber ich glaube fast nie. Holy, die sind teilweise ganz schön teuer, die Sachen. Okay. Ich so, boah, das ist aber viel wert. Und das ist aber viel wert. Nicht ist. Na gut. Dann würde ich sagen, ist es soweit und wir springen in ein neues Sonnensystem, oder? Meilenstein erreicht. Bestimmt irgendeine bestimmte Anzahl an Credits, genau. Units.
ist der Typ im Schiff. Ich verstehe kein Wort, was du sagst. Mache ein Angebot für das Raumschiff. Gegenstände an Lebensform verkaufen, Gegenstände von Lebensform kaufen. Hast du irgendwas Cooles für mich? Nö. Atlasstein. 5 Millionen irgendwas. 6 Millionen kostet so ein Atlasstein. Ja, krass. Da weißt du, wie viel der wert ist, wenn man sowas findet. Nice, 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 nice. Noch ein Angebot für das Raumschiff der Lebensform. Kann ich mir das Raumschiff der Lebensform mal angucken? 1,5 Millionen, alles klar. Jede Menge mehr Slots und Waffen und alles viel cooler als meins. Ey, hier war doch noch eins vorhin. Laufen und umdrehen kann man sich nie so schneller. Wenn man stehen bleibt, kann man sich schneller drehen. Aha. Wissen. Hast du mal das? Achso, das ist alles so das Zeug, was ich. Ja, okay. Das ist das mit dem Sternsystem und dass ich online verbunden bin. Ja, ja. Okay. Na, schauen wir mal, wo uns unser Hyperraumantrieb hinbringt, oder? Oder wollen wir erst nochmal irgendwas erkunden in dem System? Ich meine, das ist so verlockend. Bereits entdeckt. Da drüben ist noch so ein rötlicher, der Mond davon wahrscheinlich. Ah, es ist alles. Oh, da sind wir, glaube ich, hergekommen. Ach nee, unentdeckt. Warum nicht? Oh, ich flieg gerade rückwärts. Wenn ich in dieser Antriebsform bin, interessieren mich Steine auch nie anscheinend. Ist auch gut so. Es würde mir nicht gehen, die auszuweichen. Der sieht nämlich so ein bisschen blau aus. Ich hoffe mir davon, dass da Wasser ist oder so. Auch ein bisschen mal. Ich kann hier eh kaum was kontrollieren. Ich kann ein bisschen lenken. Was mich ein bisschen in irgendeine Richtung bringt. Macht's eigentlich gar nicht. Sieht cool aus. Okay. Gar nicht so einfach zu landen, muss ich sagen. Also ist schon einfach, aber man. Die Steuerung ist so ein bisschen. Okay, hier ist kein Wasser auf dem Planeten. Wieso, dass ich hier so ultra tief fliegen kann auch? Das da? Da kann ich landen. Nice. So, wo sind wir hier jetzt? Wächter durchschnittlich, Biom mild, Flora nicht existent, Fauna gewöhnlich.